Leute und herzlich willkommen hier zur dritten Folge von Einfach Minecraft. In der letzten Folge haben wir ein paar Sachen gemacht, ein Dorf geplündert und ich habe hier drin umgebaut zwischen den Folgen und ich habe die Sachen aus der AFK-Fischfarm eingeräumt, die wir letztes Mal bekommen haben. Und wie ihr seht, war ich fleißig an der AFK-Fischfarm gestanden und ich habe jetzt hier, das ist der Fisch von gestern und das ist der Fisch, der zwischen den Folgen entstanden ist. Und ich habe die AFK-Fischfarm ein bisschen umgebaut, wie ihr vielleicht seht. Die aktiviere ich aber kurz. Und dann habe ich das hier zusammenbekommen. Und da seht ihr schon, ist ein ganzer Haufen Angeln drin. Die Fische habe ich schon rausgenommen. So, die Angeln tue ich gerade mal alle mitnehmen und so. Dann des Weiteren haben wir nochmal zwei neu verzauberte Bücher und einen ganzen Haufen Bögen bekommen, sowie einen ganzen Haufen Lederschuhe, von denen ich gleich mal welche zusammencraft. Ah, ja, genau. Kann ich euch gleich mal das neue Ding zeigen, das wir da unten haben. Das ist total schrecklich. Schau. Der einzige Sinn, den das Ding hier hat, ist das da. Ich kann jetzt Sachen reparieren. Weil das in Vanilla Minecraft jetzt nicht mehr ohne dieses Gerät geht. Es gibt nur ein Wort, das das beschreiben kann und das ist traurig. Was mache ich? Das ist auch traurig. So. Dann, ja, Bögen. Achso, ja. Mending. Mending ist sehr wichtig. Den könnte ich hochreparieren. So, dann. Hier ist nochmal eine Nautilus-Shell, ein ganzer Haufen Wasserflaschen, noch mehr Fische, die ich wohl vorhin übersehen habe, als ich die Fische geholt habe, mehr Name-Tags, Fäden, ganz viele praktische Dinge. So, jetzt. Durst. So, es gibt ein Problem und zwar tauchen hier so circa auf dieser Höhe hier immer wieder Pillager auf und Illager und das gefällt mir nicht so, dass die da ständig kommen. Ja, seht ihr schon wieder. Oh, 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 oh. Oh, das ist ein ganz besonderer. Jo. Natürlich. Klar, wer kennt's nicht? Einfach mal so zwei Truppen hier. Also ganz ehrlich, wenn ich zu denen da ein Statement geben soll. Viel zu viele, viel zu stark. Tut mir leid, was habt ihr euch dabei gedacht? Ah.
Ja, ich hoffe, die werden, also die Häufigkeit von denen wird deutlich verringert, weil es sind einfach viel zu viele. Die sind schon gekocht. Die sind auch schon gekocht. Ich meine, das muss doch auffallen, dass das einfach viel zu viele von diesen Viechern sind. Die kann ja kein Mensch mehr besiegen. So, ich habe inzwischen schon 4 Nautilus-Shells, aber ja. So viel bringen mir die nicht. Wenn ich ja kein Meer hier habe. So, dann. Wie ihr seht, habe ich ja so eine Treppe gebaut. Ich muss nochmal hier oben ein bisschen wegmachen. Und ja, ich habe hier die Kohle gefarmt. Und ich bin hier gerade runtergegangen, weil ich noch mehr Kohle brauche. Kohle ist wichtig. Und ihr seht schon an meiner EP war, dass ich ziemlich lange an der AFK-Fischfarm gestanden bin. Weil so viel XP bringt das ja nicht. Und so viel EP hatte ich davor auch nicht, also ja. Und vom Ofen bekomme ich ja jetzt auch keine EP mehr. Keine EP mehr. Keine Erfahrung mehr. Wir sollten Erfahrung sagen. Und dann ist mir was eingefallen, und zwar, wenn in dem Gebiet, wo ich gerade bin, kein Bambus ist, weiß ich nicht, ob ich mir Bambus cheate, weil Bambus ist halt schon sehr wichtig. Und ich würde mal sagen, das ist der Jackpot. Fünf Stück, schade. Ich meine, 5 Stück sind gut. Die kleinsten Quellen sind 1. Aber es gibt halt auch 8er Quellen. Also. Und 1er Quellen können auch bloß in Höhlen vorkommen. Also nicht so weit weg von der Höhle. Sondern 1er Quellen sind immer direkt zur Höhle verbunden. Weil da wird dann einfach der Rest der Quelle von der Höhle überschrieben. Was irgendwo ziemlich lächerlich ist, dass das geht. Ich meine, da freut man sich dann so sehr, dass man einen Diamanten findet. Nein, es ist einer. So, 5 Diamanten, das ist ein Verzauberungstisch und eine Diamantspitzhacke. Ich brauche echt viel Kohle. Aber ich glaube, ich fahre den Rest der Kohle jetzt noch nicht ab, weil dann gehe ich da mit der verzauberten Spitzhacke ran. Ich glaube, das ist jetzt die letzte Arbeit, die ich abfahre. So, und dann gehe ich wieder hoch und dann. Da sind Zombies. So, wo geht's hoch? Okay, nicht da lang. So, und ab nach oben. Und dann Kohle in den Ofen. Und ja, ich bin mit der Treppe noch nicht ganz fertig. So, Kohle hier rein und dann. Tue ich mal das Eisen da rein anstatt dem Fisch.
So, dann eine Spitzhacke. Und dann geht's wieder runter und es werden vier Obsidien gefarmt. Wobei, ja doch, vier. Vier, weil die restlichen vier hole ich, die restlichen 10 hole ich mir dann, wenn. Hey du! Pfeile sind sehr gut. Ich habe mir kein Wasser immer mitgenommen. Stattdessen habe ich meine Dias mitgenommen. Ich gehe nochmal zurück. Wobei, ich würde sagen, die Obsidian fahren wir dann in der nächsten Folge. Und es gibt noch was anderes, was wir dann wohl auf später verschieben. Und zwar das Plündern des Dungeons. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ciao.